So, jetzt sind wir auf dem Weg zum Hiroshima. Fahren dann Hellboy 1 und 2. Und dann lassen wir uns überraschen. Aber erstmal mussten wir mit Melonio wieder den Berg hoch. Das hatten wir jetzt vor. Gerade jetzt sieht es doch schön aus. Hier gab es keine so schöne Aussicht, ne? Boah, knallt die Sonne. Guck mal, 150 Meter haben wir schon hoch. Easy, oder? Tja, man sieht halt nicht viel, aber man sieht krass die Wolken über die Berge da hinten ziehen, ne? Schon geil. Aber wie man jetzt hier gleich weiter soll, das weiß ich noch nicht. Na, jetzt müssen wir schauen. Ja, geht links lang. Die Mitte gehen müssen wir nehmen. Hm? Mitte gehen. In der Mitte. Ich zieh mir meine Handschuhe an. Es geht auch ohne, aber. Es tut schon weh schon wieder hin. Heute merke ich es mal wieder. Aber so ist der 5. Tag in the row. Au! Das tat weh, Alter. Was das geknallt hat, war mich mein Schienbein, Alter. Boah. Boah, da hab ich die Pedale gerade abgekriegt. Oh! Alter, ey. Ah! Ich hab gerade Fackel. Oioioioioi. Guck mal, wahrscheinlich auch besser als ich. Sind wir jetzt auf dem Hellboy One? Ja. Da sind wir ja quasi richtig abgebogen, wobei wahrscheinlich bist du hier oben runtergekommen. Kann man die Pfützen weg? Schon wieder. Kann man die nicht einfach wegmachen? Pumpe. Es gibt so Wasserpumpen. Jo, Hellboy 2. Ja, ich erinnere mich so. Ja, fahren wir den, ne? Da bin ich ganz langsam durchgekullert. Oh, ja, ich konnte gerade noch so leicht abbremsen, aber mein Gott, aus dem Nix. Ja, eine schöne Aussicht. Oh, irgendwas müssen diese XC-Lines ja können. Damit habe ich nicht gerechnet.
Wrong way. So, nun geht's wieder hoch. Wie gesagt, 72 Höhenmeter oder so. Sind jetzt hier in Italien. Was weiß ich. Schon schön hier hoch. Hängt ein wenig. Ich bin noch gar nicht so weit. Ganze Gebimsel. Nee, irgendwo sind wir rechts abgebogen, wenn wir nicht hätten rechts abbiegen müssen. Abbruch. Lieber wieder zurück und auf den richtigen Weg. Hau hier, bleib stehen. Gefährlich. Oh, sorry. Aber jetzt geht es erstmal hier über die Steine drüber. Was soll man da machen? Ist halt so. Wie sind sie nicht nass? Jetzt hat auch mal keine Handschuhe an und bist direkt aufgeschnitten. Jo, dachte mir jetzt auch. Und so langsam sind wir auch wieder oben. Schön. Aber auch im Arsch. Also ich kann nicht mehr. Der nicht. Er hat zu viel Energie. I am ready. Ich werde es einbinden. Stoppe, stoppe, stoppe! Was ist los? Ist es zu wenig? Ist bei mir aber auch, wenn es bei mir vorne aussieht, ist auch so. Ist so gut. Machst du Grip? Kurva, hast du Grip, Kurva? Marek! Kurva, Marek! Hast du Grip? Das ist jetzt schon die Abzweigung? Ja, könnte sein. Da müssen wir hier links runter. Hier ist Snowbike. Weißt du doch gar nicht. Das ist hier niemals. Links und sofort wieder rechts am Schild. Kann das schon sein, dass jetzt der Caprazza schon kommt, ey? Ne, Caprazza, wie heißt er? Caprazza. Nee. Heiter weiter. Sind wir uns da sicher? Bin mir auch nicht so sicher. Aber da wird er das ja gar nicht sagen. Ausgewaschene Steinchen hier. Auch so Felgenkiller, ey, würde ich fast sagen. Hoffentlich rechts runter. Oh, da war der nächste Stein im Weg. Jetzt glaube ich, muss ich aufpumpen. Dann fahre ich eigentlich mal Patrick hinterher. Und die schlechten Lines. Fahrrad weg! Ein bisschen eng. Warum rutscht ich denn hinten jetzt so krass? Mein Nippel weg? Ja, hier ist ein bisschen mockiger Boden. Boah, joi. Huck.
Die Pedalenkiller hier, ey. Ja, meine Fresse, ey. Ich will dann nochmal richtige Pedalenkiller. Eieieiei! Ah. Macht er? Macht er? Boah! Nee. Vergiss es, Alter. Alter Schwede! Alter, ey! Junge, Junge! Ich steh gut hier, ne? Ja, du stehst, du hast immer eine fantastische Stellweise. Eine hochachtungsvolle Schrankfestigkeit. Kann man auch falsch verstehen. Was darf denn sein? Kein Eis. Was für eins? Soll ich dich überraschen? Ciao. Ciao. Due Coppetta Media, Cioccolato al Latte, Biscotto Fior d'Arancino, Sinfonia Italiana. Dick, aufgrund einer Sprachbarriere musst du dir den Eis selber bestellen. Ich habe Due gesagt und die hat aber nur einen. Ist egal, ich wusste nicht, was heißt, ich hätte gerne noch einen. Nee, ist alles gut.